Oh, Wahnsinn! Hey, ich bin der Jürgen aus Eberswalde. Wer bist du? Ich bin Herr Lehmann. Du kannst mich aber trotzdem durchziehen. Hallo, Herr Lehmann. Ah, hallo. Hallo, Herr Lehmann. Mit. Ja, also ich will einfach die Leute informieren über unsere politisch Gefangenen. Vorneweg die Ursula Haferbeck mit 91, die in Bielefeld im Gefängnis sitzt und schon über 2 Jahre dort verbringen darf in der geschlossenen Anstalt. Und das gefällt mir einfach nicht. Was ist der Grund dafür? Na, sie hat Fragen gestellt zum Holocaust und das darf man hier nicht. Es gibt auch Beiträge im Internet, die man sich von ihr anschauen kann und sie stellt einfach Fragen. Sie hat alle möglichen Leute angeschrieben und will die beantwortet haben. Also systemkritische Fragen und das darf nicht sein. Ja, also wie was wo passiert ist, was genau. Und das wird nie beantwortet. Und der Russ Mahler eben schreibt ja auch sehr viel. Hat auch Bücher geschrieben. Was ist die Zukunft der Gesellschaft, wenn sie keine Fragen stellt? Wir haben es in der Schule eigentlich gelernt, wenn wir was nicht wissen, dann wir fragen. Viele Fragen darf man nicht stellen. Ist das jetzt falsch? Falsch. Also viele Fragen darf man gar nicht stellen, weil da gibt es die einfache Antwort dafür, das ist offenkundig, Punkt, Ende, aus. Und gefragt wird, nee. Also was mich auch stört, dass viele Informationen unter den Deckel gehalten werden. Also es gibt ja auch so verschiedene Einrichtungen, wo dann ganze Listen drin sind, ganze Bücher veröffentlicht werden, ganze Hefte, Zeitschriften, wo vieles verboten ist. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt die letzte Woche Lanz gesehen haben. Das war ja furchtbar. Das war ja ein Eingeständnis der Regierung. Ja. Nur weil wir keine Masken haben, dürfen wir keine Maskenpflicht ausrufen. Anstatt die Bevölkerung mit ins Boot zu nehmen, hat man ja für sich entschieden. Ne? Ja, ich habe nur den Beitrag gesehen mit dem einen, ich weiß nicht, wie der hieß, irgend so ein Experte, der sich über den Sven Liebisch da aufgeregt hat. Ja. Und anstatt mal mit dem Sven Liebisch zu reden, wobei er das natürlich ablehnt und dass er auch mit Recht, weil mit der Presse kann man ja nie reden, das haben wir ja nun lange genug erleben dürfen, was sie dann draus machen. Ja. Also die drehen ja alles rum, lassen weg, verkürzen alles und haben sowieso ihren Bericht schon vorher fertig. Also sie brauchen uns ja gar nicht dazu als Berichterstattung. Also, aber wie gesagt, da kam es ja raus, also nur weil es keine Masken gibt, wir keine Maskenpflicht verhängen dürfen. Deswegen hieß es ja, Masken brauchen wir nicht. Jetzt, wo es die Masken gibt, gibt es eine Maskenpflicht. Ja, das ist wie früher. Nehmen Fisch mehr oder ist ein Ei mehr und wenn es andersrum oder es ist, wie es ist. Ne? Aber man muss dem ja mal auf den Grund gehen. Also wo kommen denn die Zahlen her und wer verdient dran und wer verdient an den Masken, wer verdient an den Impfen, wer verdient an den ganzen Tests, wer steht da dahinter, wo kommt es her, warum, wieso, weshalb, was für Bilder werden veröffentlicht. Ne? Das wäre ja mal interessant zu klären und den Leuten einfach zu sagen und mit den Leuten Angst einzujagen und dann noch alles rumzudrehen und sagen, also die das nie so akzeptieren und die sagen, nee, das gibt's nie und das ist nie so, mag ja sein, Viren gibt's oder oh nee und Grippe gibt's und Tote gibt's auch und die schon immer und die Statistiken sind ja auch schon so offensichtlich, dass es jetzt weniger Tote gibt wie die Jahre vorher in dem Zeitraum. Genau. Oder wenn man auch sagt, na gut, die Leute sterben mit einem Durchschnitt von über 80, ja, Und dann tue ich alle einsperren, also auch die Älteren, das ist ja furchtbar, wenn ich sage, die Alten stehen im Altersheim und dürfen nie besucht werden. Oder müssen alleine sterben. Oder in Krankenhäusern, Nein. weil die Angehörigen nie rein dürfen. Oder man kann jetzt kommunizieren, weil das gelockert wurde und das heißt, der alte Mensch steht oben irgendwo an einem Fenster, wo er kaum stehen kann und der andere steht unten, die hören sich nie, die sehen sich nie. Also es ist doch schlimm. In der Schule geht es ja weiter. Also wenn mir eine Lehrerin erzählt, die lieben Schüler dürfen nicht raus, die bleiben in ihrem Zimmer sitzen. Ja, wie will ich denn den Unterricht halten?
Na, oder auf der Schule hast du die Kreuze aufgemalt, weil jedes Kind stehen darf. Ja, ne? Also das hat es ja nicht mal früher gegeben. Und wenn mir dann so verschiedene Leute sagen, das ist ein Experiment, was wir jetzt gemacht haben. Söder hat das gesagt. Ja, hallo. Söder, ne? Ne? Also Söder und irgendein Bürgermeisterclub in Halle oder so. Also es sind ja nun schon mehrere. Also wir haben ja auch den totalen Ernstfall jetzt geprobt. Das heißt, wir haben auch für die nächsten Jahre und für die denkbare zweite Welle, wenn sie vielleicht käme oder auch im Herbst kommen könnte, da ist die Gefahr übrigens am größten, haben wir komplett von Krankenhäusern, Notfallkrankenhäusern, Versorgungsplänen, Verlegungsplänen, haben wir jetzt komplett alles. Ich mache das ohne und will das ohne, aber wenn sie die Ruhe lassen, die Leute, ja, genau. Wenn sie die ausufern, was ich muss vielleicht mal kurz Stand machen, dass man die Pause nicht. Du redest von Gesinnung. Was ist darunter zu verstehen? Das ist die Meinungsfreiheit oder das vorgeschriebene Wort? Da würde ich jetzt nichts dazu sagen wollen. Im Kopfstand ist das schwierig. Aber in dem Staat ist die Gesinnung ja so weit, es gibt eine vorgeschriebene Sache. Und wer davon abweicht, wird moralisch ins Abseits gestellt. Warum bist du heute hier zum Sonnabend? Du könntest auch zu Hause sitzen und Kaffee trinken. Ja, ich bin ganz einfach hier, weil ich so als Altlinker es nicht ertragen kann, dass unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Und ich fürchte nicht nur um die Grundrechte, ich fürchte, dass die Folgen dieser sogenannten Corona-Krise natürlich auch die Sozialrechte betreffen werden, dass wir in ein ökonomisches und mentales Desaster hineinkommen. Und ich bin dafür, dass jeder seine Meinung sagen kann und dass wir einen großen Diskurs brauchen und einen Dialog brauchen. Und ich bin auch sowas empört über die Haltung der Linkspartei. Eine Partei, die so eine schwere Vergangenheit hat, die sollte sich erstmal einsetzen für Grundrechte. Und ja, das macht mich alles irgendwie einerseits traurig und andererseits bin ich optimistisch, dass wir uns hier aus unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Schichten treffen und miteinander reden können und in den Dialog treten können. Und das ist für mich ganz sinnvoll. Demonstrierende, wie zum Beispiel Gera Gelb-Aufnäher oder Schilder mit David Stern.
Da muss man Viele, denen wir im großen Garten bereits lauschen durften, Leute, ich filme dich nicht. Sie haben keinen Fresser. Wir sehen darin lediglich einen Werksverzehrer, den Sie die Schuld an der aktuellen Situation zuweisen. Gar keins, das ist von der natürlichen Presse, der rund um Covid-19 und die sogenannten Tierdemo-Presse, deswegen machen wir einen eigenen Bericht erstattet. Vielen Dank, dass ihr da seid. Einmal selbst Attentat mit Halle und Hanau. Die Täter hingen diversen Verschwörungsideologien an. Und ließen ihren eigenen Namen folgen. Meinungsfreiheit, Leute. Wir durften es genauso wie ihr. Jeder darf seine Angelegenheiten selber regeln und die nächsthöhere Ebene ist nur dann zuständig, wenn es eben auf der Ebene, wenn es sonst nicht anders mehr geht, das Zusammenleben. So, Mensch, Partnerschaft, Familie, Nachbarschaft, das sind nämlich ganz kleine Einheiten, sind das nämlich, wo es anfängt, wo die Macht sein soll, sich selber zu bestimmen. Und ganz am Schluss kommt die Bundesregierung und irgendwann vielleicht mal die EU. Das müssen wir uns wieder. Und wir haben Behandlungsfreiheit in Deutschland. Wenn ein Arzt mich nicht zwingen kann, von einer Krankheit geheilt zu werden, das ist behandelt. Ich darf an jeder Krankheit sterben, die ich habe, wenn ich das will. Das ist eben selbst. So, und wieso darf mich dann jemand vielleicht zwingen, mich impfen zu lassen? Oder Kinder wegnehmen, wenn man seine Kinder nicht. Ne, solche Sachen. Naja, ich glaube, das machen die nicht, aber. Schau ins BGB, jeder ärztliche Eingriff ist eine Körperverletzung. Genau. Richtig so.